Brauerei kann ein bisschen Malz geführt werden, also Hafen. Ja, doch, da denn. Ja, das liegt schon hin. Kann dann nebenbei Papier hergestellt werden. Und dann Papier kann man verkaufen. Verpackung geht in Richtung Schlachthof. Muss ich mal sehen. Unsere Schweine. Können wir mal gucken, was sie sind. Dass alles passt. Passt zwar. Also wir haben mächtig Nachwuchs gekriegt. Also hier sind wir die ersten bald. Ja. Morgen gehen die ersten weg. Also nützt ja auch nichts. Nicht mehr auf Platz. Das sind die übernächsten. Dann kommen die dran. Dann die. Und hier muss ich die ganzen, ja. Die ersten schweren Boys auch nicht wegbringen. Die ersten Pferde, ne? Ist ja halt so, ne? So. Umstall. Haben wir aber laufend abgeschickt. Den müssen wir auch umstallen. Aber halt nicht mehr wegschaffen. Also etliche Tiere dazugekommen. Müsste man sehen, dass ich noch einen extra Stall baue für unsere männlichen Tiere. Aber da aktuell wir ein bisschen klamm sind finanziell und heute Abend sogar noch was verkaufen müssten, also Geld reinkriegen müssen. Nur auf einspielen, nur so schnell. Ja, so ist das. Lenkung geht? Lenkung geht nicht. Schlecht. Kurze Pause. Nee. Sollte nicht lange dauern. Hoffe jedenfalls. Und dann geht's. Gut. Sobald wir voll sind, fahren wir los und Richtung Fabrik für Verpackung. So. Jo. Müssen wir auch ein bisschen bauen, also ein bisschen malen, ne? Das ist ja auch noch nicht gekommen. Aber ein nach dem anderen, ne? Wie gut reinkommen. Das sieht schlecht aus. Ich heb mal die erste Fuhre ab. Da war ja hier alle. Kann wieder arbeiten, ne? Ja, Pappe müssen wir noch anbauen, dann können wir ein bisschen mehr produzieren. Aber hier müssen wir sehen, dass wir überhaupt Felder kriegen, ne? Neue. Wir brauchen dringend Hopfen. Hopfen muss aufgelegt werden, da wo Kartoffeln und Rüben waren. Dann müssen wir schauen, wo noch was frei ist. Vielleicht machen wir auch kein Mais. Mal sehen. Aber wichtiger wäre ja, wenn die Produktion läuft. Ne? Pappeln brauchen noch ein bisschen länger als normalerweise alle anderen Früchte. Ne? Die brauchen ein bisschen länger zum Wachsen. Leider. Nase juckt. Noch nicht runtergefahren. Hier haben wir auch nicht genug haben, denke ich mal. Auf Dauer. Auch leider. Gut, dann müssen wir das zusehen, ob wir kriegen. Aktuell hat die Fabrik ja noch genug Holz, das heißt, sollte noch gut laufen. Und dann werden wir sehen, ob wir vorwiegend
Packung bauen, also eine Herstellung. Mal sehen, was hier Schlachthof so braucht, ne? Mal sehen. Das ist dann ganz gut, wenn wir dann gut haben, ne? Schau mal. Ja, das ist ein heiß, der andere Rechner. Warum weiß ich auch nicht, keine Ahnung. So, gehen wir in Ansicht. Sollte jetzt besser sein wie vorhin. Die Einstellung ein bisschen kalibriert heißt das so, ne? In Deutsch. Denn den Himmel schauen ist ja auch blöd, ne? Man die Straße nicht. Schauen wir mal einen Haufen hier. Unter den Krähen zum Beispiel. Die ruckelt ein bisschen. Gut, das muss ich immer nach und nach ändern. Der Schredder-Cage geladen werden, oder so. So, wir haben den ersten und den zweiten. Und den zweiten. Dann müssen wir umstellen. Kippen wir ab. Dann haben wir hier erstmal Material zu liegen. Ne? Aber wie gesagt, das wird nicht lange reichen. Ne? So, jetzt fahren wir zurück zum Hof. Bringen den Anhänger zurück und dann werden wir einen Wasseranhänger nehmen und Wasser fahren. Und dann später noch die Malz zur Brauerei bringen. Da müssen wir beim nächsten Mal nur noch Hopfen hinbringen müssen. Und dann kann die ganze Weile produzieren. Ne? Aktuell auf dem Felder kann man noch nichts machen. Wenn wir eh nur Außerart und so und düngen, das macht der Kursbrig alleine mehr oder weniger. Muss ich nur einstellen. Und das läuft halt einfach online. Aber Bäume pflanzen müssen wir auch nicht, da haben wir immer genug. Denke ich mal. Also jedes Jahr 200 Stück, das muss dann eine Weile hinkommen. Und nächstes Jahr sehen wir weiter, ne? Da kommen neue Pflanzen. Wenn wir ein Jahr keine pflanzen können, warum auch immer, witterungsbedingt oder so, dann können wir immer noch entscheiden. Wir pflanzen im nächsten Jahr dann ein paar mehr, ne? So, den Elke werden wir gleich mal... Ach, das ist nicht so krank. Wir haben ja jetzt hier in den weißen, den kann man gut für Wasser nehmen. Der grüne ist nur für Gülle. Dünger, wie heißt Dünger aus? Ist der voll? Ah, den werden wir auch immer lassen. So, dass voll wird, ne? Wir müssten uns sowieso noch ein bisschen was herbringen von, ja, von dem grünen Mist. Ne? Die Gärreste. Die Gärreste kann der Grün nicht erfahren. Ich weiß nicht, wie. So, mit Wasser für die. Wir haben einen Wasserbehälter. Am Hof haben wir keinen, ne? Nee, haben wir auch nicht. Brauche ich auch nicht, nutze ich auch. Wir haben ja Wasser ab bis zum Stall, ne? Ne, wir fahren jetzt mal zur... Ja. Einmal läuft, ja. Ja, wir werden eine Pumpe einfach hier aufbauen. Dann haben wir ein Pumpfeld, das kann auch sein. Also ein Wasserfass hier hinstellen, was man abfüllen kann, ist ja kein Problem, ne? Kann man nicht mehr fahren. So. Das heißt, die Pumpe müsste hier vorne an der Ecke stehen. Steigen, und zwar so, dass wir möglichst gerade, also hier in der Ecke, hier in dem Bereich. Dann können wir später hier eine Straße ausbauen und dann können wir geradeaus fahren. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist das verkehrte Menü zum Bauen. So. Nehmen wir Standard, ne? So, passt ganz gut hier an der Ecke. So. Kostet nicht viel und wir haben keine weiten Wege.
Zum Glück haben wir hier heute das Mal keinen Schnee. Und nur normalen Winter mit dem Frost. So, wenn wir ganz kurz gucken. Am zweiten LKW, dann müssen wir hier eben das dauert ja so lange. Ne? Ich muss hier kurz was einfahren, bei Gelegenheit. So, Wasser geht noch nicht rein. Da müssen wir nicht gerade fahren, das ist zu aufwendig. Da wäre ein kleiner Traktor nicht schlecht und keine Wasseranhänger, ne? Wäre auch gleich. So, schauen wir mal nach einem anderen Fahrzeug. Da ist es durch. Schweine, Traktor. Fräsen rührt nicht. Schweinefutter. Das passt ja gerade, ne? Dann werden wir gleich mal losdüsen und bei der Malzfabrik uns die, ja, die Malz holen, ne? Wir gehen mit Malz in die Halle. Ja, gleich gucken, wo wir sind. Zurechtfinden. Ach, bei der Links sind wir jetzt aktuell. Bei der Zuckerfabrik. Oder Zuckerverkaufsstelle, sagen wir so. Fabrik ist ja nicht hier. Die müssten wir uns jetzt bauen. Aber alles in seiner Zeit. Also seit bin ich froh, wenn ich schon loswerde. Ne? Also aktuell, ganz ehrlich, muss ich immer fahren. Aber ich denke mal, wenn die Schweine erstmal so weit sind und wir werden die nächste auch losfahren, also hin und zur Schlachthof, gehe ich von aus, dass wir da entsprechend auch. Ja, wir haben ein bisschen Hochwasser haben wir hier, ne? Also wird sicherlich mit einer weiteren Mission wieder korrigiert. Aber das Wasser soll nicht stören, wir können trotzdem arbeiten. Ne? Also ist ja hoch, aber die Felder sind ja noch nicht bedeckt. Ne? Das ist ein Reisanbau. Der will schon Reis essen, ne? Ja, gut, das tun wir, ne? Milchreis, ne? Ansonsten bin ich kein großer Fan von Reis. So, wo kommen die raus? Säcke hinten bestimmt, ne? Der Wasser müsste mich hier auch noch oben drücken. Ja, Wasser wäre nicht ganz klar. Dramatisch, aber es wäre ja ganz gut, wenn man so eine Strecke machen würde, ne? Wo man im Prinzip ja, alles nicht unbedingt, aber überall mal starten könnte, ne? So, hier ist ein. Muss ich mal hingucken, wo ich laden kann. Das geht ja darum. Ein Wasserkopf kostet kein Geld, das ist gut. Wäre ja auch ein Witz. Das ist meine Pumpe. Mein Wasserbehälter. So, wo ist es hier? Ah, hier. Malz. So. Maximum und Zufügung. Maximum. Gut, wir stehen genau daneben. Da sind sie ja. Das passt. 5000. Gerade gesehen, glaube ich, 5000. Gut, wäre auch egal. Jedenfalls sind es volle Paletten und das ist ganz gut. Dann können wir die Brauerei immer versorgen. Und später dann nachher, sobald wir Hopfen haben, Holz am Malz, nicht scheitern, ne? So würde ich es auch gerne vorstellen, Hopfen. Dass der Hopfen auch entsprechend gemacht wird. Im Prinzip wird er gleich verarbeitet und dann praktisch konserviert kann man nicht sagen, aber halt na doch, sagen so, dass da immer wieder verloren ist. Wie bei Gewürzen. Wenn Gewürz an Luft ist, dann wird er auch irgendwann mal laut. Also der Duft geht weg. So haben wir noch
glaube nicht, das sieht nicht zu viel aus. Okay, das reicht hier auch, ein Fahren muss nur reichen. Wollen wir so die Zelle fahren, ne? So, erstmal mehr verletzen und zweitens fahren. Da wird echt nicht mehr viel, aber. Echt durchgefallen. Aber er geht. Es geht weg. Das ist anscheinend. Wird der Prinzip jetzt umgelagert. Man muss das auch mit dem Startblatt und alles normalerweise reinfahren. Ne? Aber gut, jetzt haben wir zurück zum Hof. Paletten haben wir noch keine. Dann können wir gleich mal gucken, was wir im Wasser haben, ne? Ja, verkaufen, später mal, ne? Oh, gut. Gut. Das wäre jetzt kein Grund zur Panik, aber wie gesagt, wenn es mal losgeht, ne, dann müssen wir auch da sein, ne? Das wäre das etwas ärgerlich, wenn wir da jetzt, ja. So, ich hoffe, dass der Ton passt. Das können wir mal ganz kurz testen. Jede neue Aufnahme heißt neue Soundprobleme, in Anführungszeichen. Zum einen durch meine Vergesslichkeit, Mikrofon, weit weg, jetzt wird man dicht bei. Und die anderen Einstellungen sind meistens, jedes Update von Windows oder von Treiber kann da Veränderungen verursachen. Das ist leider so. Ich hatte eben noch gerade Probleme gehabt mit dem Ton. Geknistert und das ist weg. Ich habe dann ganz kurz den Treiber aktualisiert im Rechner. Meine Grafikkarte hier. Ich zahle mir zusammen, denke ich, weiß nicht. Jetzt ist der Funk weg. Also wir sind da. Ja, Mama ist verhext, ne? Warum wir zuerst und weshalb? Nur mich zu ärgern vielleicht. Keine Ahnung. Ja, der Winter ist bald zu Ende, dann geht der Frühling los. Da muss ich überlegen, wir brauchen echt viel Hopfen, ne? Also wir haben ja im Prinzip mehrere große Wiesen. Wir haben ja jetzt zwei größere Wiesen, aber schon. Und ich bin ja jetzt von der Silage eigentlich weg. Also im Prinzip. Naja. Also hier mit der BGA und so bin ich nicht besser. Ja. Ist ja auch nicht der Preis, den man ganz abschreckt. Ich will eigentlich noch mehr Kühe haben. Kühe relativ voll machen. Aber wie gesagt, wir müssen sehen, dass wir das Geld loswerden. Schulden, ne? Also Schulden müssen wir mal zurückzahlen. Denn wir haben hier 2,4 Millionen 500.000 Schulden. Wir zahlen heute mal 100.000 zurück ungefähr. So, pauschal. Und gut. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich mache gleich Probe und anhören. Und dann geht es weiter hier mit LS. Ich wünsche mal einen schönen Tag und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.